Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie erkenne ich eine weibliche Narzisstin? Wie erkenne ich jemand, der total nett und charmant ist und dahinter merke ich, das passt überhaupt nicht? Hier geht es nicht um Sexismus, hier geht es wirklich um Anzeichen der Persönlichkeitsstörung eines narzisstischen Menschen, wertfrei und geschlechtsneutral erklärt, aber trotzdem aus dem Blick von Frauen, weil die noch einmal ein bisschen anders ticken als Männer. So viele Videos gibt es über Narzissten und tatsächlich, Männer sind noch immer Vorreiter im Narzissmus, ja. Gibt es auch Narzisstinnen? Natürlich, ja. Gibt es immer mehr Narzisstinnen? Ja, sie sind stark im Aufholen, die Frauen, ja. Warum? Weil diese Persönlichkeitsstörung, und es ist wirklich eine schwere Störung, ist auch für Frauen interessant, wenn sie Dinge erreichen wollen und wenn sie auch manipulativ etwas erwirken wollen, halt mit anderen Mitteln als mit Männern. Männer sind da oft viel derber, plumper, offener, direkter, wenn es ein offener Narzisst ist, ein bisschen gefeilter und ein bisschen gewiefter, wenn es ein verdeckter Narzisst ist. Und beim weiblichen Narzissmus gibt es ein paar andere Akzente, die ich Ihnen in 6 Punkten jetzt nahebringen möchte. Der erste Punkt, wie Sie Narzisstinnen erkennen können, ist dieser starke Hang, perfekt zu sein. Ja? Diese Frauen sind besonders schön und wollen auch als besonders schön wahrgenommen werden. Diese Frauen sind besonders intelligent und wollen auch als besonders intelligent wahrgenommen und so weiter. Das können Sie so fortsetzen. Wenn man das nicht wahrnimmt und wenn man das nicht als Außenstehender, muss gar nicht jetzt der Partner sein, merkt, werden Sie merken, diese Frauen werden sauer. Wenn sie offene Narzisstinnen sind, werden sie deutlich sauer. Und die schaffen das schon zu sehen, dass jeder hinschauen muss. Ja, da ist auch so ein Stück Histrionisches dabei. Ja, aber der Hauptakzent ist auf dem Narzissmus. Ich will gesehen werden. Ich stehe hier da als Narzisstin und ich werde dir zeigen, dass ich besser bin als du. Das kommt stark rüber beim offenen Narzisstinnen sein. Bei verdeckten Narzisstinnen, die sind seltener und wie immer beim verdeckten Narzissmus auch schwerer zu erkennen, sind die so, dass man merkt, sie wollen gesehen werden, du darfst es aber nicht offen ansprechen, sonst sind die schon wieder embarrassed, ja, also beschämt oder fühlen sich dann nicht wohl. Ja. Also man muss, wenn man das will, auf der gleichen Ebene das zurückgeben, was sie vermittelt. Also sie vermittelt, ich möchte nicht gelobt werden, möchte aber so behandelt werden, als wäre ich die Prinzessin. Ja? Also das ist ein verdeckter Standesdünkel. Das ist schon was ganz Spezielles bei verdeckten Narzisstinnen. Ich bin die Prinzessin, aber du darfst nicht sagen, dass ich Prinzessin bin, weil das ist eh klar und ich möchte nur, dass du mich so behandelst wie eine Prinzessin, ohne dass es zu auffällig wird. Sie merken, das ist dann schon sehr differenziert, aber der große Punkt ist hier Perfektionismus, der deutlich ist. Aber Achtung, nicht jeder Perfektionist, nicht jede Perfektionistin ist deshalb gleich Narzisst, Narzisstin. Ein zweites Anzeichen ist, das äußere Erscheinungsbild ist perfekt, ist großartig oder ist sehr, sehr pointiert, sehr überlegt und durchdacht. Deshalb ist man jetzt auch noch nicht gleich Narzisstin, nur wenn man auf sein Äußeres Wert legt. Ja. Also bitte das nicht gleich in den falschen Topf werfen. Aber die Narzisstin setzt das manipulativ ein. Die Narzisstin wird versuchen, mit dem äußeren Erscheinungsbild zu manipulieren, zu punkten, auch zu verführen, ja, ganz bewusst zu verführen. Wenn der Mann sich verführen lässt, okay, ja, dann ist es nicht immer unbedingt manipulativ, aber das Spannende ist ja dieses schwarze Witwe-Verhalten. Ich will den Mann nur haben, um ihn zu erobern und nachher ist er mir egal. Das geht schon in Richtung Narzissmus. Also, Sie wissen, schwarze Witwe fängt das Männchen zur Begattung und dann wieder nachher gefressen und so, also so ähnlich, ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben natürlich formuliert, gibt's aber, also es gibt ja auch, wie beim männlichen Narzissmus, beim weiblichen Narzissmus auch graduelle Unterschiede und da gibt schon auch
schwerste Narzisstinnen, ja, die maligen sind, die bösartigst sind, ja, und dann gibt's halt leichtere Formen, eben Menschen, die sich auch angepasst haben an die Gesellschaft und die einfach halt da mitmachen wollen, um das gut zu schaffen, das gesellschaftliche Leben, und daher narzisstische Verhaltensweisen sich angewohnt haben, aber nicht bösartigste Narzisstinnen sind. Und dann gibt's schon so ein großes Mittelfeld an Narzisstinnen, die schon veritabel dominieren und manipulieren und in eine Richtung auch verführen, um das zu erreichen, was sie wollen. Also Karriere um jeden Preis, Macht um jeden Preis, und ich komme zuerst. Ja? Das ist schon so der Punkt. Das ist bei Männern ähnlich und bei Frauen ein bisschen anders. Drittes Anzeichen ist der selbstbewusste Auftritt, der logischerweise hochprofessionell sein wird, und es ist auch in Ordnung, dass der Auftritt professionell ist. Und noch einmal, nicht jeder Mensch oder nicht jede Frau, die selbstbewusst auftritt, ist gleich Narzisstin. Hier ist auch wieder die wichtige Grundunterscheidung: Wie tritt die auf? Wie ist es? Also wenn die auftritt, wo man merkt, die will nur die Blicke auf sich ziehen und der ganze Auftritt dient nur dazu, damit sie als Person gesehen wird oder damit sie mit ihrer Eigenart gesehen wird, auch mit ihrer Fachkompetenz und so weiter, dann hat's was Narzisstisches. Wenn der Auftritt so ist, dass ich das Fachliche, was ich jetzt gerade im Vortrag sage, im Vordergrund steht, oder weil ich eben als Frau wirklich höchst attraktiv bin und wirklich schön bin, ja, dass natürlich, dass ich das nicht verstecken werde, ist ja in Ordnung, ja? Das hat nichts mit Narzissmus zu tun. Also das, was ich versuche zu unterscheiden und Ihnen zu vermitteln, ist: Gibt's einen Hintergrund bei allem, was die Frau tut, und der Hintergrund ist mehr oder weniger deutlich ersichtlich, bei der offenen Narzisstin deutlicher als bei der verdeckten Narzisstin, oder ist die Frau einfach natürlich in ihrem Auftreten und kann das auch vertreten und hat natürlich dann auch dadurch eine Autorität und ist auch, wenn sie da die oberste Managerin ist, Vorstandsvorsitzende ist, dann hat sie diese Kompetenz, ja, und dann ist sie deshalb keine Narzisstin. Aber wenn sie, obwohl sie Vorstandsvorsitzende ist, trotzdem noch immer einen Schuss von ich muss noch mehr haben wollen, ich muss noch mehr vermitteln, weil ich im Herzen unsicher bin. Wenn das rüberkommt, dann wissen Sie, das ist eine Narzisstin. So, ein vierter Punkt ist, dass sie bescheiden ist und diese Bescheidenheit ist aber eher bei der verdeckten Narzisstin, und aber auch möchte, dass die Bescheidenheit wahrgenommen wird. Ja? Und das ist schon so wieder was Ambivalentes. Also jede Persönlichkeitsstörung hat was Ambivalentes. Auf der einen Seite ist es was Herausragendes, was Sichtbares, was Wirksames. Auf der anderen Seite denkt man sich daran, ich weiß nicht warum, aber das ist unangenehm. Ja? Es passt nicht, es ist eigenartig. Ja? Es ist nicht natürlich, da ist noch ein anderer Hintergrund. Und wenn die Person das dann erklärt, warum sie so ist, wie sie ist, aufgrund von ihrer Geschichte oder was ihr Herzensanliegen ist, also wenn sie da offen redet und das quasi offen macht, ohne dass sie jemand anderen manipuliert, sondern wenn sie nur ihr eigenes Ding darstellt, ja, ist perfekt, ja, dann ist es in Ordnung und dann ist es auch nicht narzisstisch. Aber denken Sie an Politikerinnen, wenn was vermittelt wird, wo man sich denkt, das kann diese Frau nicht ernst meinen, ja, die hat eine andere Agenda, eine Hidden Agenda, ja. Dann kann es natürlich sein, dass es eine politische Hidden Agenda ist, ja klar, aber es kann auch sein, dass es eine persönliche Hidden Agenda ist, und das kann man schon ein Stück unterscheiden. Und wenn diese persönliche Hidden-Agenda da ist, dass sie auch, ist ja auch ein gutes Recht, Karriere machen will, ist in Ordnung, ja. Aber dann weiß ich, das ist eine Narzisstin. Und dann muss ich mich auch dementsprechend verhalten. Fünfter Punkt ist, dass Narzisstinnen auf jeden Fall sehr leistungsorientiert sind und eben so wie der erste Punkt sehr perfektionistisch und auch wollen, dass diese Leistung anerkannt wird. Auch wieder grundsätzlich voll in Ordnung. Ja. Leistung soll auch honoriert werden, Leistung soll auch wirklich als solches positiv bewertet werden. Aber auch hier wieder, warum leiste ich denn so viel? Was ist denn da dahinter? Habe ich einen Vater gehabt als Narzisstin, der mir dauernd gesagt hat, du bist unfähig, aus dir wird sowieso nie was, und sie beweist jetzt der ganzen Welt auf höchstem Niveau, dass
der Vater nicht recht hat. Und das ist natürlich eine Verletzung aus der Kindheit, aber jetzt will sie es jeden Mann, jeden väterlichen Objekt, nicht Subjekt, sondern Objekt beweisen, dass ich besser bin als diese Männer. Ist da ein Männerhass dahinter? Ist da ein Hass dahinter, dass mich irgendjemand abwerten könnte, egal ob Mann oder Frau? Also da geht's wie gesagt nicht um einen Sexismus, sondern es geht darum, wie bin ich verletzt worden als Person und dann, wie bin ich verletzt worden auch noch einmal als Frau? Wie bin ich verletzt worden von früheren Beziehungen und so, ja? Also das spielt alles mit und da kann sein, dass diese Frau sagt, mich verletzt keiner mehr. Und das wird dann eben nicht aufgearbeitet und nicht integriert in meine Persönlichkeit, sondern es wird abgespalten und es kommt dann da ein brutal narzisstisches, hartes, manipulatives Wesen zum Vorschein, das unangenehm ist für die anderen und für sich selber auch abgekoppelt wird. Ja? Das ist schade. Das ist eben die Not der Persönlichkeitsstörung, dass ich mich selber nicht mehr spüre, dass ich selber an mir vorbei agiere, weil ich etwas versucht zu leben, was ich nicht leben konnte. Daher auch ein sechstes Anzeichen für weiblichen Narzissmus, diese Schwierigkeiten, sich Fehler einzugestehen, diese Kritik, Schwäche. Und Männer reagieren bei Kritik, also männliche Narzissten reagieren bei Kritik anders, die sind eher plump und abwehrender, ja, und reagieren narzisstisch gekränkter, derber und so, dann halt nicht. Während Frauen kann sein, dass sie das annehmen nach außen, aber nachher dann total böse sind und nachher dann sich rächen. Oder so jetzt auf kommunikativ dann tun und in Wirklichkeit dann die Person hassen nachher. Die ist dann gestorben, ja. Also sie nimmt die Kritik an, ja, und so, aber die wird nie wieder was kriegen, ja. Oder sie ist immer freundlich und immer noch kompetent. Man denkt sich, ja, man konnte jetzt wirklich ein gutes Gespräch führen, aber da gibt es nie wieder ein weiteres Gespräch. Ja? Also solche Dinge. Dann merkt man auch, Narzisstinnen sind auch oft nicht bereit, irgendwie was zu vergessen, ein Elefantengedächtnis und sind auch nicht bereit zu verzeihen. Einmal ein Fehler, immer Fehler, fertig. Ja? Oder ich bilde mir als Narzisstin eine Meinung, der oder die Person ist ungeeignet und die Person, egal ob Mann oder Frau, kann machen, was sie will, da gibt es keine Chance mehr. Also da ist die Tür zu. Und warum? Weil die Person mich vielleicht durchschaut hat oder weil die Person mich verletzen könnte oder weil die Person mir nicht genehm ist, ja, und ich in meinem Machtstreben beschäftige mich nicht mit Personen, die mir schaden könnten, deshalb Wiedersehen. Also wenn Sie mit Narzisstinnen zu tun haben, ja, egal ob als Mann oder als Frau, egal ob im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext, das einfach gut unterscheiden, nicht jeder ist sofort gleich Narzisst, nur weil er selbstbewusst ist, nur weil er eben auch ein perfektes und erfolgreiches Auftreten hat. Aber Sie erkennen es, nochmal zusammengefasst, im Hintergedanken, in der manipulativen Kraft und in der narzisstischen Kränkung, die bei der Frau sehr verdeckt ist, sehr, sehr zurückhaltend ist. Und da würde ich auf diese Anzeichen achten. Wenn Sie da mehr Unterstützung brauchen, es gibt eine Homepage, die heißt triggerfrei.at und da gibt es so einen 5-Punkte-Plan, wie Sie von diesen emotionalen missbräuchlichen Situationen, auch von einer Narzisstin gegenüber, sich eben distanzieren lernen können, wie sie da rauskommen können. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie da auch mehr auf Abstand gehen können. Oder wenn Sie selber merken, Sie sind Narzisstin, Sie haben narzisstische Anteile, jeder hat auch ein Stück Anteile, aber das ist deshalb nicht im bösartigen Grad, sondern in einem abgeschwächten Grad, da einfach versuchen, das Verhalten langsam zu ändern, auch mit therapeutischer Hilfe, kann ich nur empfehlen. Alles Gute für Sie.